Hallo, heute werde ich euch zeigen, wie ihr schnell und einfach jeden Film anschauen oder downloaden könnt. Geht auf euren Browser und tippt gfstand.pw ein. Auf dieser Seite habt ihr zwei verschiedene Anzeigen, die euch zu der eigentlichen Seite führen. Klickt auf die Hauptanzeige hier oben. Und hier sind wir auch schon. Wie ihr seht, gibt es jegliche Filme, neue sowie alte. Der nächste Schritt ist das Eintippen des gewünschten Films, den ihr euch anschauen möchtet, in die Suchleiste. Ich werde mir The Emoji ansehen. Klick auf den Film. Nachdem ihr das gemacht habt, werdet ihr alle Informationen über den Film finden und eine einfache Möglichkeit haben, diesen zu downloaden. Klick auf Herunterladen. Vorher müsst ihr euch aber noch kurz registrieren, was komplett gratis ist. Klick auf Konto erstellen. Gut, wir sind fast am Ende. Das ist wahrscheinlich der einfachste Schritt, bis ihr euer reguläres Konto erhaltet. Hier solltet ihr eure E-Mail-Adresse eintragen. Ich mache das jetzt auch. Und natürlich auch das Passwort. Wenn ihr fertig seid, tippt auf Weiter. Auf dieser Seite seht ihr nun, weshalb wir alle Details brauchen. Und nochmals, es kostet wirklich nichts. Wenn ihr euch die ganze Erklärung durchgelesen habt, könnt ihr starten. Ich werde jetzt meine Infos ausfüllen. Ich werde sie allerdings verdecken. Okay. Nun auch die Kartennummer. Das ist dann auch der letzte Schritt. Nach diesem Schritt werdet ihr die Möglichkeit haben, jeden Film, den ihr wollt, anzusehen oder downzuladen. Das dauert hier ein bisschen. Klickt auf Weiter. Und wartet, bis euer Film lädt. Hier ist er. Oben links müsst ihr auf Abspielen drücken. Klickt darauf und wartet, bis euer Film startet. Mein Internet ist ein bisschen langsam, aber ich werde euch gleich ein paar Ausschnitte aus dem Film zeigen. Ihr könnt euch sogar den ganzen Film im Vollbildmodus ansehen. Das war's auch schon von meiner Seite. Danke fürs Ansehen. Tschüss!